So, das war jetzt der erste Schuss mit Daumenringtechnik. Ja. Da wird die Sehne dann an diesen Ring angelegt. Dann nehme ich den Daumen so weit rum, ja, dass ich den mit dem Zeigefinger verriegeln kann. Okay. Ich mache aber die anderen Finger weg. Okay. Ja, so. Jetzt sieht man das von unten. Genau. Jawohl. So, und wenn ich jetzt den Zeigefinger entspanne, die Verriegelung lösen. Wenn ich die Verriegelung löse, geht der Daumen von alleine auf. So ist es. Und der Schuss geht weg. Für mich sagen kann, dass Daumentechnik einfach das bessere Schießen ist, weil es vom Körper her betrachtet logisch ist. Der ganze Bewegungsablauf ist extrem auf die Fähigkeiten des Körpers ausgerichtet. Okay. Ja, ich mache eine Bewegung und das ist komplett alles logisch. Okay, es geht halt, ja, es geht halt flott. Wenn es eine Sache gibt, die ich bewiesen habe, dann, dass man aus jeder Entfernung vorbeischießen kann. Sehr gut. Schöne Metapher. Ja. Aber jetzt bitte, den unteren gelben Fleck. Jetzt sind wir gespannt. Da guckt. Gamosche. Da sind wir wieder, Bogensport Extrem und heute wieder auf dem Gelände von der SG 1851 Ludwigshafen. Mit dem Meister, dem Großmeister der seltsamen Bögen und seltsamen Techniken. Folge Alles will uns heute mal zeigen, hier, ich zeige euch gleich mal hier das zugehörige Buch. Daumenringtechnik, darum soll es heute gehen. Genau. Nicht um den Bogen, um das Teilchen hier. Dieses kleine Teil. Holger zeigt uns, wie das Ganze funktioniert, wo das herkommt und so weiter. Haut rein! So, das war jetzt der erste Schuss mit Daumenringtechnik. Historie, wo kommt das Zeug her? Das ist ein asiatischer Bogen, ein Reiterbogen, denke ich doch mal. Ja. Ne? Ist von der Stilrichtung her, wo ein sortiert? Ist ja jetzt chinesisch, Han-Dynastie, aber es gibt alle möglichen Varianten. Also bei den meisten Verbänden ist der Bogen gar nicht als eigene Bogenklasse definiert. Das sondern? Nur beim TBVD, da gibt es die Klasse Reflexbogen. Okay. Einmal in Natur und einmal in Modern. Okay. Ansonsten müsste ich meistens bei den Recurve-Bogen mitschießen. Tatsächlich, bei TRB mitschießen? Ja. Ich habe sogar Okay. Schon Bowhunter Recurve mitgeschossen. Ich habe noch nie Daumenring geschossen. Ja, echt? Tatsächlich noch nie. Daumenring. Da ist er. Da ist er. Manche Leute machen sich das ins Ohr. Aber hey, jeden Tierchen sein Pläsierchen. So ab Osteuropa fängt ja diese ganze Geschichte an mit Daumenringen schießen. Also von Osteuropa komplett durch ganz Asien durch bis hinten raus. Hat es aber natürlich auch in andere Länder gegeben. Okay. Also Daumenring gibt es eigentlich auch teilweise in Afrika, gab es teilweise auch in Amerika. Und aber die große Tradition ist halt Osteuropa, Asien. Diese Daumenringtechnik erfährt gerade so einen kleinen Zulauf. Ne? Ich sehe immer mehr, also auch Reiterbögen tatsächlich. Und wie ich immer wieder sage, wir sind unvoreingenommen und wir akzeptieren alles und stellen das natürlich dann auch vor. Und wenn wir hier schon einen Spezialist haben, der macht das schon wirklich mit. Du bist wirklich tatsächlich mit einer der Ersten, die das so hier weit und breit auch in Turnieren mitgeschossen haben. Wie schon gesagt, ich kenne das von früher, ich kenne dich von früher, weil ja, du warst so ein bisschen der Exot. Aber es kommen dann schon ein paar mehr langsam. Ich bin jetzt 30 Jahre beim Bogenschießen und habe vor gut 20 Jahren mit der Daumentechnik angefangen. Damals bin ich dann zum Judo gegangen, zum japanischen Bogenschießen. Genau. Und habe da dann halt Blut geleckt und habe gemerkt, wie klasse die Daumentechnik eigentlich ist. So, und jetzt zeigst du uns mal, wie das funktioniert. Jetzt zeig ich das mal, wie das funktioniert. Es gibt halt alle möglichen Varianten mit vier Finger und einem Daumen. Da gibt es schon einige Möglichkeiten. Ja, so. Gut. Die Daumentechnik heißt halt, ich ziehe nur mit dem Daumen. Das heißt, du klemmst den Ich ziehe mit dem Daumen an der Sehne. Okay. Und verriegel den Daumen mit dem Zeigefinger. Nochmal. Ich muss mal den Pfeil auf die richtige Seite legen. Jetzt kommen wir nämlich gleich zu, zu dem entscheidenden Punkt. So, du bist jetzt auf der rechten Seite als außen. Rechtshänder. Ja, genau. Also im Gegensatz zu dem normalen, also was heißt schon normal, zu dem Bogenschießen, was wir praktizieren hier bei uns
ist einfach, wir legen ja innen an, zur Körperseite. Normalerweise legst du ja innen an, genau, weil du dann schön in den Ankerpunkt gehen kannst und hast den Pfeil überm Auge und kannst den Pfeil direkt auf die Zielscheibe halten. Ganz genau. Das hilft beim Zielen. Das richtig. Das hilft nicht unbedingt richtig beim Schießen. Das, der eine sagt ja so, der andere sagt deswegen so. Deswegen einer der Vorteile der Daumentechnik, weil das ist ja eine alte Kriegswaffe gewesen, ja, muss man ja so sagen. Wie alles, das ist, kann man doch nicht negieren. Und da war natürlich Effizienz, Energie, Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Schnelligkeit. Genau. Und da ist die Daumentechnik ideal dafür, weil die... Weil du in kurzer Zeit eine große Folge an Pfeilen schießen kannst. Eines der Elemente der Schnelligkeit ist eben, dass ich den Pfeil... Außenanleger, selbstverständlich. Ran. Gruß an Martin, der Speedshooter aus der Schweiz. Genau, der macht es auch. Hat 10 oder 100 Pfeile in einer Hand und knallt die innerhalb von 10 Sekunden raus. Und bei der Daumentechnik ist es dann so, dass ich die Sehne da guckt, mit dem da Daumen guckt, da ziehe. Ist es. Ja. Da wird die Sehne dann genau an diesen Ring angelegt. Dann nehme ich den Daumen so weit rum, ja, dass ich den mit dem Zeigefinger verriegeln kann. Okay. Ich mache aber die anderen Finger weg. Okay. Ja, so. Jetzt und dann, sieht man das von unten. Genau. Jawohl. So, und wenn ich jetzt den Zeigefinger entspanne. Die Verriegelung lösen. Wenn ich die Verriegelung löse, geht der Daumen von alleine auf. So ist es. Und der Schuss geht weg. Und das sogar noch gerade. Und das gerade, will ich sehen. Ja. Das will ich sehen. Also, ich mache es dir jetzt nicht zu schwierig. Wir sind jetzt eine erkleckliche Entfernung hier. Den unteren gelben, triffst du den? Jetzt setzt du mich aber um. Naja, also komm, ich bitte dich. Also, hier Spezialisten über Jahrhunderte, die schießt er schon diese Bögen. Also, wenn es eine Sache gibt, die ich bewiesen habe, dann, dass man aus jeder Entfernung vorbeischießen kann. Sehr gut, schöne Metapher. Ja. Aber jetzt bitte, den unteren gelben Fleck, jetzt sind wir gespannt, da guckt. Ja, so da ungefähr. Guckt. Ja, nicht ungefähr, da ist da drin. Ja, ja. Leute, guckt. Da guckt. Also, nicht wie ich immer, ne? Der hat nicht nur eine Ahnung, der trifft auch damit. Was ja auch das Ziel ist vom Bogenschießen. Und der Pfeil, wie schon gesagt, er steckt aber auch ein bisschen schräg. Ist es normal? Ich habe jetzt nicht wohl ausgezogen. Okay. Also von daher. Und der Pfeil, du legst ihn vorne auf die Finger auf. Ich lege den Pfeil hier erstmal vorne auf die Finger auf und lock den hinter ein. Genau. Und setze meinen Daumenring an. Genau. Und in dem Moment, wo ich den Daumen verriegele, ja, berührt mein Zeigefinger den Pfeil. Ah, und damit drückst du den dann im Prinzip an den Bogen. Und damit drücke ich den Pfeil an den Bogen. Also ich okay könnte es zum Beispiel auch so schießen. Ohne dass er auf den Finger aufliegt. Genau. Und du drückst den Pfeil Richtung Bogen. Das würde aber für mich dann erklären, warum der ein bisschen schräg da vorne drin steckt, weil du hast ja dann hier auch eine härtere Berührung am Bogen. Genau. Das ist aber dann nochmal ein extra Thema. Die okay Bogenhand, die ist nämlich dann eigentlich die große Schwierigkeit, wenn man umsteigt von der Fingertechnik. Okay. Aber das ist wichtig, weil hier, und da, das ist auch der Vorteil, wenn ich jetzt auf dem Pferd sitze und wenn ich mich bewege, wenn ich rumrenne. Ja, okay. Ich habe immer. Egal was ich tue, der Pfeil muss nie festgehalten werden okay vorne. Ich habe immer den Bogen sauber in der Hand. Das heißt, immer mit der immer Zughand hast du auch die Kontrolle über... Genau. Die absolute Kontrolle über den Pfeil. Wenn man damit noch trifft. Ja. Also ich bin gespannt, ob ich das nachher dann einigermaßen in die Richtung komme. Solche Spaßschüsse machen. Ne? Ja. Der Meister des Kinderbodenturns ist ein anderer Film. Da kommt dann Henry drin vor. Also das ist halt der große Vorteil, wenn man halt dynamisch, wenn man schnell schießt, wenn man auf dem Pferd sitzt. Natürlich. Wenn Action angesagt ist. Natürlich. Also es hat natürlich eine praktische Relevanz aus der Historie heraus. Genau. Und deswegen macht es natürlich auch Sinn, rechts anzuschlagen, also außen anzulegen am Bogen. Geht einfach schneller. Genau. Und der große Vorteil ist, dass ich eine Bewegung habe für den kompletten Schussablauf. Ganz genau. Ja? Das, was eigentlich der Lars Andersen ja auch, der schießt ja auch ja, so, ne? Der schießt so ähnlich. Genau. Ja, der schießt alles. Ja, der ist... Dem ist das völlig egal, wie er schießt, aber komisch. Der ist halt einfach extrem schnell. Ja, aber trotzdem, alles. Wir bewerten nicht. Nochmal, wir machen uns durchaus ein paar blöde Bemerkungen, gehören halt bei uns dazu, in der Pfalz halt sowieso. Aber wir bewerten nicht. Und ich würde mir wirklich tatsächlich auch wünschen, dass es mehr so machen würden. Wir bewerten nicht, wir zeigen einfach nur. Genau. Und es gehört genauso dazu wie jedes andere Bogenschießen auch. Genau.
Wobei man ja schon sagen kann, nein, ich, ich für mich sagen kann, dass Daumentechnik einfach das bessere Schießen ist. Weil es vom Körper her betrachtet logisch ist. Der ganze Bewegungsablauf ist extrem auf die Fähigkeiten des Körpers ausgerichtet. Okay. Ja, ich mache eine Bewegung und das ist komplett alles logisch. Okay, es geht halt, ja, es geht halt flott. Ich muss da nicht irgendwie erst den Bogen anhalten und muss erst den Pfeil ausziehen und muss mich dann einrichten. Gehen wir wieder in die Historie, diese ganzen Reitervölker damals, ne, mit Genghis Khan und Schlag mich tot, die da halt wirklich halb Europa überrannt haben. Haben die so geschossen? Die haben so geschossen. Die haben so geschossen, also das waren dann auch tatsächlich diese... Oh, genau in die Mitte. Aber eben war so eine kleine Kyudo-Anlehnung. Ne? Dieses Ziehen von oben nach unten. Ja. Das habe ich mir vom Judo abgeguckt. Gell? Das war für mich so. Muss man natürlich nicht so machen. Aber der war perfekt getroffen. Da guck. Ja. Dann, wenn ich ihn nicht unter Druck setze, dann läuft es hier. Die Technik hat halt den Vorteil, dass ich gleichmäßig im ganzen Rücken mit ganz genau, Seiten ganz genau kann. Ich muss nicht den Bogen halten und mache dann alles nur noch hier. Also man sieht, stilübergreifend hat es auch Vorteile. Ich kann tatsächlich mit dem ganzen Rücken arbeiten. Genau. Und das ist eine Bewegung. Okay. Und die wird einfach fortgesetzt bis zum Abschluss. Okay. Und eine ganz wichtige Sache, die zur Daumentechnik dazugehört, das ist die Bogenhand. Normalerweise ist man ja bemüht, den Bogen ruhig zu halten, damit er mit im Abschluss den Pfeil noch einer hinklatscht. Und du gehst sogar noch ein bisschen nach links, ne? Ich muss sogar das hab ich gesehen. Den Bogen bewegen. Genau. Deswegen sind die auch so leicht. Ja? Ah, so ein okay. Der Bogen wiegt vielleicht 500 Gramm. Ja, ist ja, extrem leicht. Weniger. Andere Leute machen sich Gewichte in den Griff. Bei mir kann der Bogen gar nicht leicht genug sein, weil ich den Bogen ja bewegen muss. Also mit dem Handgelenk tatsächlich wegbewegen, ne? Jein, nicht im Handgelenk. Da hättest du nie die Kraft dafür. Da wärst du nie schnell genug. Die Kraft kommt von woanders. Okay. Aber das wäre jetzt zu kompliziert. Nein, aber die Bewegung alles gut. Wird natürlich. Das zeigen wir jetzt nochmal. Komm. Okay, also du nach links unten eigentlich bewegst du dich. Das ist relativ egal, ich kann den Bogen so kippen, ich kann ihn so drehen, ich kann das kombinieren. Aber man muss weg vom Pfeil. Entscheidend ist, dass ich vorne drücke und durch dieses Drücken wird der Bogen aus dem Weg genommen. Okay. Und nur so geht der Pfeil dann auch gerade raus. Sehr Wenn gut. man das nicht macht, gehen die Pfeile alle rechts.